Es soll meinen fast alle unbedingt so schnell wie möglich wieder so werden wie früher, wie es vorher war, also noch vor einigen Wochen. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Ist das eine Utopie von einem besseren Leben oder nicht nur ein Rückfall in alte Irrtümer, in alte Fehler, in alte Sünden? Nehmen wir nur die Systemrelevanz. Da gehört jetzt nicht nur die Bankenwelt dazu, sondern neuerdings auch das Gesundheitswesen. Aber ist Systemrelevanz ein Begriff, nach dem wir unser Leben auch noch in Zukunft ausrichten dürfen? Ich denke, man sollte endlich von Lebensrelevanz reden. Was ist relevant für unser Leben? Und das gehört gefördert, gehört subventioniert, gehört ausreichend finanziert. Wir leben nicht für ein System, sondern wir brauchen Einrichtungen, die gut sind für unser Leben. Und deswegen müsste eigentlich nach Corona der gesamte öffentliche Dienst, ja die gesamte Berufswelt neu bewertet werden. Wer ist wichtig für unser Leben? Wer ermöglicht es erst? Wer erlaubt es uns zu überleben? Der muss auch ausreichend dotiert sein. Und wer ausschließlich für sich selber obszöne Gewinne herausholt, wie zum Beispiel große Teile der Finanzwelt, der ist eher entbehrlich und sollte auch entsprechend bescheiden dotiert werden. Und wie geht es weiter mit unserer Mobilität? Wollen wir wirklich, dass es wie vor Corona jeden Monat und jedes Jahr neue Rekordzahlen gibt, wie der Flugverkehr noch nie erreichte Rekorde erzielt, bei den Binnenflügen, bei den Auslandsflügen, bei den interkontinentalen Flügen, bis wir am Flugverkehr ersticken? Und wollen wir, dass die Kreuzfahrtschiffe, die sich jetzt als gigantische Quarantänestationen erwiesen haben, dass die wieder fahren wie vorher und sich vor den Dogenpalast in Venedig schieben, als wäre das eine kleine Hundehütte, oder durch die griechische Inselwelt fahren, um alles in den Schatten zu stellen, was es dort schon in der Antike gegeben hat. Ich halte das für einen Albtraum, einen solchen Neustart, wenn da keine grundlegende Korrektur erfolgt. Und überhaupt unsere Mobilität, sollen die Bewegungen, die wir auf dem Erdball hinter uns legen, wieder so inszeniert werden, wie es vorher der Fall war, mit einer atemlosen, einer maßlosen Mobilität, unter der die Städte ersticken und ganze Landstriche verkommen? Natürlich wollen wir die Reichweite unserer Mobilität nicht einschränken, um die Welt kennenlernen zu können, aber doch nicht in dieser Hektik, dieser Hetze, dieser Atemlosigkeit. Das wäre eine grundlegende Korrektur. Und wollen wir Kunst und Kultur so fristen lassen, ihr Dasein fristen lassen wie bisher, dass man zwar davon leben kann, wenn es ganz gut läuft, aber buchstäblich in den Abgrund stürzt, wenn es mal zu einem Stillstand kommt, wie wir ihn künftig öfters zu befürchten haben? Auch das gehört zur Frage, was wollen wir zum Leben, was brauchen wir zum Leben und sorgen wir materiell ausreichend dafür. Also ändern muss sich schon sehr viel. Ob das dann gleich das Wort Utopie verdient, weiß ich nicht.